Bommi, schön, dich wieder seit ein paar Tagen auf dem Trainingsplatz zu sehen. Wie geht's dir? Ja, ich bin einfach nur glücklich, zurück zu sein. Ich glaube, das ist ein schönes Gefühl, nach so einer Periode wieder auf dem Platz zu stehen. Es ist anstrengend, Johannes fordert mich richtig, aber ich bin froh, dass ich in dem Zustand zurückgekommen bin und von daher ja, bin ich glücklich über jede Minute auf dem Platz und ja, hoffentlich bald auch wieder beim Team zu sein. Du sprichst von deinem Zustand, wie kann man den beschreiben? Naja, alle Tests waren eigentlich ähnlich wie im Vorjahr. Das ist das Positive an der Sache. Ich habe während der Chemo viel Sport machen können. Das war körperlich bei mir möglich. Von daher habe ich nicht so viel verloren. Klar, das Fußballerische ist ein bisschen was anderes, aber ja, das kommt alles so mit der Zeit wieder und von daher ist konditionell und körperlich eigentlich alles gut. Wie sehr hast du die Jungs vermisst in der Kabine? Ja, wenn man von täglich von den Jungs wegkommt zu ja, einmal in 4 Wochen zu sehen, ist natürlich schon ein harter Schnitt. Irgendwann vermisst man sie und ich bin einfach glücklich, wieder da zu sein. Ich verbringe so viel Zeit wie möglich zusammen mit den Jungs, versuche auch immer parallel zu drehen, dass ich so in der Kabine wieder dabei bin. Und ja, die Gespräche, die Späße, alles das fehlt einem schon. Kannst du einen groben Zeitplan irgendwie skizzieren? Was hast du dir vorgenommen? Was hat dir vielleicht auch Johannes irgendwie, unser Reha-Trainer, irgendwie hingelegt? Ich habe schon ein Datum im Kopf, aber ich habe schon mehrmals gesagt, das weiß keiner außer ich. Nicht mal meine Freundin weiß das und es ist ein ehrgeiziges Ziel. Ich hoffe, dass es so auskommt und wenn es dann so klappt, dann werde ich sagen, das war mein Ziel, das so zu schaffen. Sehr schön, dann freuen wir uns darauf und wünschen dir viel Erfolg dabei. Dankeschön. Wo willst du anfangen? Wo willst du anfangen? Überlegen.